Peace Leute, was gibt's zu neuen Video? Und heute spielen wir weiter mit unserer Darmstadt-Achtung, mit unserer Schwindu-Karriere, mit dem selbst erstellten Verein. Letzten Part haben wir ja beide Spiele sogar verloren. Einmal gegen Hoffenheim im DFB-Pokal und danach dann in der Liga gegen Wien Wiesbaden. In letzter Minute nochmal haben die Wien Wiesbadener ihr Sieg den Wien, oh, Alter, haben die Wien Wiesbadener ihr Siegestreffer geschossen und dadurch haben sie dann gewonnen. So, es geht los in Braunschweig. Wir spielen unseren dritten Trios. Finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht können wir jetzt auch schon mal direkt ein Tor schießen. Das wäre super wichtig. Und da habe ich schon den Ball verloren. Oh ja, Wein hat jetzt den Ball. Schießt und geht nicht rein. Aber das war schon mal ein guter, gefährlicher Angriff von uns. Weiter müssen wir weiter so machen. Und dann schießen wir auch bald schon das erste Tor. Ah, schade. Da wollte ich hier mal was probieren. Oh ja, gut. Gut den Ball wieder zurückgeholt. Jetzt mal Wein. Wein ist am, Hofmann ist am Fallverteidiger vorbei und dann schießt er unten rechts ins Eck. Und es steht 1-0 für uns. Müssen wir mal nur noch weiter so machen. Jetzt mal der schnelle Summer Weil über außen in der Mitte ist aktuell noch keiner jetzt, aber Verteidigung hat ihn erstmal weggeköpft, aber wir könnten uns den wieder erobern und Wein jetzt mal. Braunschweig im Angriff und der Torwart hat ihn zwar pariert, aber bei den Seiten aus dieser Ecke Tor ausgenommen. Ey, Mann! Warum immer bei diesen scheiß Ecken, Alter? Mann, die brauchen große Spieler, ey. Lang in die Mitte rein. Immer noch am Ball sind wir. Immer noch. Muss ich jetzt mal anbieten. Summer Weil und der verschießt. Danke, dass Sie So, direkt nach dem Interview Spiel unverdient FFL natürlich wieder Frankfurt zu unentschieden uns rübergekommen gespielt. sind. Und so weiter spielen mit nichts mehr im Aufstieg, ist ja klar. Und vor allem gegen so schlechte Vereine. Und auch immer nur in scheiß Situationen da. Sie können sie immer noch nicht schlagen. Wie werden sie ihre Probleme angehen? Wen kann ich denn immer noch nicht schlagen? Jetzt war das erste Spiel, wo ich gegen die gespielt habe. Alter, was sind das für scheiß Fragen? Wir halten zusammen, natürlich. Als Team hält man immer zusammen. Zwei Teams auf Augenhöhe. Was für auf Augenhöhe, Digga? Man viel besser. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Zwei sehr gute Abwehrreihen. Wir hätten gewinnen müssen. Ich verstehe, dass das Team frustriert ist. Ja, wir hätten gewinnen müssen einfach. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. So, letzte Frage. Waren Sie nach dem Ausgleich zuversichtlich? Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es ist ein verdientes Remis. Heute hätten wir sogar verlieren können. Man kann immer verlieren, aber
Danke für die Gewinn hier. So, nächstes Spiel ist gegen Kiel. Fischer hat. Ja, dich fragt auch keiner, Alexa, Alter. Mit der hat niemand geredet und die klappert einfach. Ich habe nicht mal den Namen von der gesagt. So, vierter Platz. Schalke hat genauso viele Punkte wie wir. Aber wie gesagt, hat ja noch ein Spiel mehr, aber trotzdem. Jo, wann ist das Spiel? Einfach lange Pause haben wir jetzt gehabt. Manager-Rating ist immer noch gut. Finde ich auch gut. Ach, wir hatten jetzt schon. Achso, das hat man gar nicht so zu sagen gezählt jetzt. Ach ja. Anschluss, komm. Anstoß jetzt ins nächste Spiel gegen Holstein Kiel. Kiel hatte Anstoß, da kommen sie gut durch, aber Amos. Flanke jetzt von Wein und der kommt durch und da ist er. Die Nummer 10 Hofmann. Hat sie ja auch lange nicht mehr getroffen, glaube ich, ne? Nachdem Samerweil den Kopfball nicht getroffen hat, war Hofmann dann in der Mitte da und hat das Ding reingemacht. Jetzt mal wieder Kiel hier. Asgard. Gut, jetzt er schießt selber und den trifft er nicht. Ah, es gibt Ecke für uns. Versucht den einfach immer wieder, bis er reingeht. Der ist schlecht. Wein jetzt am Ball. Wein. Und der schießt. Und der geht diesmal rein. Den konnte der Töter nicht halten. Das war ein schönes Tor hier. 2-0 jetzt. Jetzt sind wir aber da. Jetzt schießen wir die kaputt, hoffentlich, die Kieler. Nach drei Spielen, wo wir es nicht gewonnen haben, wollen wir auch mal wieder gewinnen. Und jetzt ist das Zeitlupe, ja. Uiuiui, du. Das war aber. Fallen ja ganz schön knapp, du. So, jetzt hier kommt der Ball. Hier ist es aus. Und also eigentlich ist er ja noch hier auf der weißen Linie hier. Also eigentlich kein Aus. Ah doch, jetzt ist er im Aus, aber Junge, Zentimeter, du. Das war aber ganz schön knapp. Jetzt mal Kiel im Angriff. An den konnten wir verteidigen. Ist schon wieder Kiel im Angriff. Den haben wir und macht den weg. Alter, es ist ja schon wieder Kiel im Angriff. Tolte hat den stark pariert. Sag mal. Angriff. Genau, keiner ihn verteidigt, aber eigentlich sollte er den Ball auf rechts legen, also auf den rechten Fuß. Hat er aber nicht gemacht. Oh, jetzt Samerweil. Flanke in die Mitte auf Wein. Und Nachschuss. Und da ist er drin. Zum 3:0. Nummer 26. Boss. Ja. Das war jetzt das erste Tor von ihm in unserem Trikot. Nachdem der Tor den Ball nochmal berührt hat. Oh. Abgefälscht. So, Boss wieder am Ball und den flankt er rein und der geht nicht rein. Ganz schön knapp hier von uns. Aber wir wollen natürlich so viele Tore wie möglich machen. Jetzt wollen wir natürlich wieder das eine versuchen, aber da bekommen wir nicht an den Ball. Wein schießt jetzt einfach mal mit Powerschuss aufs Tor.
Warum ist denn der Kölner in der Mitte, Alter? Ich versteh's halt nicht. Aber der Gegner hat ihn mit der Hand berührt. Jawohl. Aber natürlich besser geplant, ne? Ich wusste, dass er Hand nimmt und so. Nee, Spaß. Hab ich jetzt nicht gewusst. Wir schon mal hier den Summer, weil Alter, ist es echt ein guter Spieler. Und jetzt kommt Stevenson rein, weil das Spiel dürfen ist eigentlich nicht unentschieden spielen oder verlieren. Er ist schön und nach rechts oben, nach links oben machen wir das Ding rein. Dann steht jetzt 4-0. Nach dem Spiel vorbei. 4-0 gewonnen gegen Kiel. Das war saustark von uns diesmal. Und hoffentlich geht es auch so weiter. So, Interview. Hätten Sie mit einem engeren Spiel gerechnet? Nö. Kompliment an den Gegner. Kein Problem, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, komm. Ich hätte damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt, weil da die letzten Spiele nicht so gut waren von uns. Welche Änderungen hatten Sie vorgenommen? Gar keine Änderungen. Wir waren das entschlossenere Team. Wir waren besser vorbereitet. 2 Siege gegen FC Spinder unmöglich. Nein. Wir waren besser vorbereitet. Hätte das Spiel auch anders laufen können? Nee, eigentlich nicht. Sie hätten ein knapperes Ergebnis verdient. Nee, waren ja scheiße in der Abwehr und auch im Sturm. Wir hätten höher gewinnen müssen. Nee, das ist jetzt eigentlich auch nicht. Ich konzentriere mich auf den. Ja, komm, Digga, ich mach einfach. Ich konzentriere mich auf nächstes Danke Spiel. Für diese. Hat zwar alles nicht gepasst, aber hat am besten, finde ich, gepasst. So, das nächste Spiel sogar gegen Dings, gegen Hannover. Ich will kein Nationaltrainer von Ungarn sein. Der einzige Nationalposten, den ich annehmen werde, ist der Nationalposten von Deutschland. Ja, das dauert wahrscheinlich erstmal noch. Das kann noch lange dauern. Ja, und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.